Anna Sorokin ist wieder auf freiem Fuß. Ein Gericht verurteilt sie 2019 wegen mehrerer Finanzdelikte. Anna gibt sich nämlich als Millionärin aus und ergaunert mehrere tausend Dollar. Jetzt ist sie gegen Kaution entlassen und begibt sich mit einer Fußfessel in Hausarrest. Über diese Entscheidung ist Anna sehr froh. Ich bin wirklich glücklich. Nichts war garantiert. Die Kaution wurde vorher abgelehnt. Es war eine Übung in Beharrlichkeit. Die ehemalige PR-Agentin wohnt nun in einer Einzimmerwohnung im East Village von New York. Genaue Pläne für die Zukunft hat sie allerdings noch nicht. Ich habe nicht in zwei Tagen mein ganzes Leben durchdacht. Aber ich habe es geschafft, etwas aus meinem Leben zu machen, während ich im Gefängnis war. Also denke ich, dass dies ein wenig einfacher sein wird. Doch eine Sache steht für Anna fest. Sie wird nicht wieder kriminell. Viele Leute können es kaum erwarten, mich etwas Verrücktes oder Illegales tun zu sehen und wieder ins Gefängnis zu gehen. Diese Genugtuung möchte ich ihnen nicht geben. Ob Anna sich in Zukunft wirklich an das Gesetz halten wird, steht allerdings noch in den Sternen.